Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Referentinnen und Referenten, sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen am KIT. Es ist mir eine große Freude, Sie heute anlässlich des Symposiums Digitale Trends 2025, Entwicklungen in der akademischen Bildung im Hörsaal Nachrichtentechnik, NTI, am KIT hier zu begrüßen. Mein Name ist Alexander Wanner, ich bin Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten und habe mit dem Thema Digitalisierung in der Bildung natürlich persönlich auch viel zu tun. Ich bin gerne heute hier, um diesen Tag zu eröffnen. Wir hatten bereits im März diesen Jahres ein Symposium mit ähnlichem Titel, es hieß Digitalisierung in der akademischen Bildung am KIT. Und damals wurden anhand von Vorträgen drei Modelle und Anwendungserfahrungen zur digitalen Lehre am KIT vorgestellt. Heute ist der Bogen etwas breiter gespannt und es freut mich auch, dass wir eben heute nicht nur Referenten aus dem KIT und Zuhörer aus dem KIT haben, sondern auch von anderen Hochschulen, aus der Wirtschaft sowie den Sprecher der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg. Hallo, seien Sie ganz besonders begrüßt. Und zahlreiche angereiste Gäste, die ich ganz herzlich hier willkommen heiße. Diese positive Resonanz zeigt insbesondere den Wunsch nach Kooperationen, Erfahrungsaustausch, gleichzeitig die Vielfalt und auch die Sorgfalt im Prozess der Digitalisierung der akademischen Bildung. Mein herzlichen Dank an dieser Stelle für die Organisatoren, das sind hier die Kolleginnen und Kollegen am KIT vom Zentrum für Mediales Lernen, die dieses Symposium organisiert und ausgerichtet haben. Internet und neue Informationsstrukturen bilden Knotenpunkte einer global vernetzten Welt und haben sich zu Schlüsseltechnologien entwickelt, die gesellschaftliche Veränderungen nach sich gezogen haben. Das wissen Sie alle, das spüren wir alle täglich in ganz vielen Zusammenhängen. Diese Veränderungen schlagen sich gerade in jüngerer Zeit aber mehr und mehr in der akademischen Bildung nieder und stellen die Hochschulen weltweit vor große Herausforderungen, zum Beispiel im Datenschutz, bei urheberrechtlichen Fragen und so weiter, sind sie ganz offensichtlich. Gleichzeitig eröffnen sie aber auch viele neue und nicht nur rein technische, sondern eben auch didaktische, curriculare, organisatorisch-strukturelle Gestaltungsspielräume, die wir früher einfach nicht hatten. Und dadurch entstehen viele neue Innovationen, viele neue Wege in der Hochschulpraxis. Und man muss jetzt sozusagen, alle sind gerade dabei, ihren Weg hier zu finden und es ist wichtig, dass man hier sich drüber austauscht und eben auch sich gegenseitig beobachtet, zuhört, analysiert, damit man hier vielleicht auch ein Stück weit einen gemeinsamen Weg findet. Es sind auch, also es geht nicht nur um die Lehre selber, um das, was früher sich quasi allein im Hörsaal abgespielt hat und jetzt eben auch in vielfältiger anderer Weise, sondern es geht auch um die Frage der Studienorganisation. Die Digitalisierung greift auch hier um sich. Also ich merke jetzt als Vizepräsident für Lehre am KIT täglich, dass diese ganzen papiergebundenen Prozesse, die wir in der Vergangenheit hatten, allmählich aussterben und immer mehr in digitalisierte Prozesse übergehen. Also alles, was mit Prüfungsverwaltung, Prüfungsanmeldung, Studiengangsverwaltung und so weiter zu tun hat. Das ist also die Frage der Administration von Lehre und Studium. Aber auch diese ganzen neuen Lehrveranstaltungsformate, die weit über die Ränder der Hochschulen hinausgehen, allen voran eben die allseits bekannten MOOCs, wo es heute möglich ist, eben Menschen zu erreichen, die früher auf dem Campus keine Rolle gespielt haben. Oder eben auch diese Ansätze, die seit Jahren im Gespräch sind, aber ich habe den Eindruck, jetzt mehr und mehr um sich greifen, wie Flipped Classroom-Modelle und dergleichen. Es gibt aus jüngerer Zeit eine ganze Reihe von Studien, die viel Aufmerksamkeit erregt haben. Das ist der BMBF Foresight-Bericht 2014, der die Virtualisierung der Hochschulbildung als einen der 60 wichtigsten Trends bis 2030 weltweit identifiziert haben. Der New Media
Consortium Horizon Report 2015 geht von einem zunehmenden Einfluss digitaler Technologien in der Hochschule aus, aber auch Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation 2015 sehen unter anderem MOOCs als wesentliche Innovation im Bildungsbereich. Innovation jetzt nicht hier so zu verstehen, als wäre es gerade erst erfunden worden und was ganz Neues, das wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Das ist alles schon seit vielen Jahren sozusagen bekannt, prinzipiell bekannt, aber die Tatsache, dass es um sich greift, dass es immer mehr wird, dass es sozusagen zu einem allgemeinen Trend wird und dass es sozusagen auch strategisch deswegen für alle Hochschulen eine Rolle spielt, das ist eigentlich die neue Entwicklung. Wenn Sie jetzt in den letzten Tagen und Wochen die Presse und einfach die Politik verfolgt haben, sehen Sie, dass das Thema Flüchtlinge in Deutschland eine ganz, ganz große Rolle spielt. Auch hier werden jetzt diese Bildungsformate immer wieder diskutiert. Habe ich mitbekommen soweit. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Aber es ist auf jeden Fall eine tagesaktuelle Entwicklung, die wir bei denen jetzt eben auch sich die Frage stellt, wie weit diese Möglichkeiten über die Hochschulgrenzen hinaus Bildung zu gestalten mit elektronischen Mitteln hier eine Rolle spielen kann, zum Beispiel beim Spracherwerb, wenn sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig in relativ effizienter und Weise geschult werden sollen. Insgesamt betrachtet sind die Möglichkeiten und Entwicklungen digitaler Formate vielfältig und beeinflussen den gesamten Student Lifecycle. Auch das Land Baden-Württemberg schenkt der Entwicklung der Digitalisierung in den Hochschulen besondere Aufmerksamkeit. Aktuell formulieren die Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenzen der Universitäten, der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der pädagogischen Hochschulen, der Musikhochschulen und der Präsident der dualen Hochschule in Zusammenwirkung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg ein Dokument zur strategischen Handlungsfeldern der Hochschulen des Landes Baden-Württembergs zur Digitalisierung in der Hochschullehre. Dieser Zusammenschluss korrespondiert mit nationalen und internationalen Diskursen, etwa mit der Expertenplattform Hochschulforum Digitalisierung. Diese Expertenplattform wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und wurde vom Zentrum für Hochschulentwicklung initiiert. Sie funkt als ein auf 3 Jahren angelegtes Kooperationsprojekt zwischen der Hochschulrektorenkonferenz, des Zentrums für Hochschulentwicklung und dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Auch hier bei uns am KIT werden die Entwicklungen im Hinblick auf die Digitalisierung der akademischen Bildung besonders berücksichtigt. Am KIT prägt die forschungsorientierte Lehre das Leitbild Studium und Lehre. Vor dem Grundsatz unserer forschungsorientierten Lehrstrategie ist im Zuge der Ausarbeitung der KIT-Dachstrategie, die im Moment im Gange ist, der Aspekt der Entwicklung von medialen Lehren und Lernen eingeflossen. Die besondere Wertschätzung, auch die Hoffnungen, die wir damit verbunden, mit der Entwicklung von Digitalisierung der akademischen Bildung verbinden am KIT, äußert sich auch in der Gründung des Zentrums für mediales Lernen im Januar 2015, also vor wenigen Monaten kann man noch sagen, unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Gideon. Dieses Zentrum verfolgt die Zielsetzung der Bündelung und Koordination von E-Learning Services und ist am KIT Ansprechpartner für die Konzeption, Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Online- und Blended Learning Angeboten. In seiner Funktion als Bildungsanbieter entwickeln die Kolleginnen und Kollegen mediale Lehr- und Lernangebote, die orts- und zeitunabhängig nutzbar sind. Das Angebot des ZML richtet sich damit an Lehrende und Lernende aus allen Kontexten. Das Zentrum unterstützt mit speziellen E-Learning-Services und berät in der Umsetzung medialer Formate in der Lehre, wie beispielsweise beim Einsatz von MOOCs. Neben zahlreichen anderen Projekten führt das ZML aktuell gemeinsam mit der Universität Stuttgart eine Studie Mediale Hochschulperspektiven 2020 in Baden-Württemberg durch. Diese Studie wird gefördert vom Land Baden-Württemberg. Ziel der Untersuchung ist die Hervorhebung relevanter Trends der Digitalisierung der akademischen Bildung, die sich von der Etablierung integrierter IT-Systeme,
die obligate Verwendung digitaler Anteile in allen Lehrveranstaltungen, forschungsorientierte Lehre an physischen und virtuellen Orten über Kooperationen zwischen Studierenden in digitalen Umgebungen bis hin zu digitaler Spracherfassung und Übersetzung in Echtzeit erstreckt, nur um einige Aspekte zu nennen. Also wie gesagt, Herr Gideon wird dann ausführlich darüber sprechen. Aktuell sind am KIT bereits zahlreiche Entwicklungen zur Digitalisierung der akademischen Bildung vorhanden. Dazu gehört das Learning Management System ILIAS, das sich in breitem Praxiseinsatz befindet. Also ich selber habe diese Entwicklung auch mitverfolgt. Vor etwa, also ich kann nicht sagen, vor wie vielen Jahren ich das zum ersten Mal gesehen habe. Damals war es, haben einige wenige die ersten Gehversuche damit gemacht. Heute, glaube ich, nutzen es alle am KIT, alle Lehrenden und alle Studierenden. Die technische Unterstützung wird vom Steinbruch Center for Computing am KIT geleistet, die didaktische Unterstützung eben durch das Zentrum für mediales Lernen. Die Nutzung von Vorlesungsaufzeichnungen wird vielfach eingesetzt und hat einen hohen Standard erreicht. Hier kenne ich keine Zahlen auswendig, aber es sind mittlerweile sehr, sehr viele Lehrveranstaltungen, die in einer Bibliothek auch zu finden sind. Ebenfalls beteiligt sich das KIT am Programm MOOC at TU9, der TU9 Hochschulen. Der erste Durchlauf fand als neunwöchige Ringvorlesung von Oktober bis Dezember 2014 statt und stand unter dem Motto Discover Excellence in Engineering and Natural Sciences made in Germany. Das war im Grunde auch eine Image-Kampagne für das German Engineering. VW hat jetzt die letzten Monate etwas dagegen gearbeitet, aber insgesamt ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Deutschland als Bildungsstandort im internationalen Kontext auch darzustellen. Das ist ein Weg dazu. Und das war sozusagen der erste Gehversuch in einer gemeinsamen Aktion zwischen den TU9-Universitäten. Und hier hat auch der Austausch zwischen diesen Einrichtungen eine große Rolle gespielt, einfach zu sehen, wie nähert man sich diesem Thema einzeln und gemeinsam. Ein weiteres Angebot, das künftig das breite Spektrum des ZML am KIT bereichern soll, ist die simultane Sprachübersetzung bei einem Teil der Lehrveranstaltungen am KIT als Unterstützungsangebot für internationale Studierende. Das Wissenschaftlerteam um Professor Alexander Weibel am Institut für Anthropomatik und Robotik betreibt im Rahmen des internationalen Netzwerks Interact mit dem Lecture Translator einen digitalen Dolmetscher, der aktuell als Prototyp im Audimax-Hörsaal des KIT in Betrieb ist und internationale Studierende beim Verständnis deutschsprachiger Vorlesungen unterstützt. Diese Technologie übersetzt in Echtzeit das gesprochene Wort. Der Übersetzungstext kann über Smartphone oder Laptop abgerufen werden. Und wir haben uns von Seiten des Präsidiums mit dieser Frage auseinandergesetzt und gerade letzten Montag den Beschluss gefasst, dieses jetzt massiv zu fördern, also nicht einfach die Weiterentwicklung dieses Lecture Translators, das geht schon seit vielen Jahren und kann auch in vielfältiger Weise und muss auch durch vielfältige Forschungsarbeiten noch weiter geschehen. Aber wir fördern nun in den nächsten 3 Jahren ganz konkret die Implementierung dieses Systems in der Breite des KITs. Und das ist halt eben in der Zusammenarbeit zwischen einerseits dem gerade genannten Institut aus der Fakultät für Informatik und dem Zentrum für mediales Lernen und unserem Rechenzentrum SCC. Ein weiteres wichtiges Vorhaben, das in den kommenden 3 Jahren am KIT durchgeführt ist, das Projekt Use Campus. Use Campus hat zum Ziel, den Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KIT mit einer anwenderfreundlichen, modernen, IT-geschützten Prozessorganisation eine effizientere Erledigung ihrer Aufgaben zur Verwaltung von Studium und Lehre zu ermöglichen. Hier ist es die entsprechende Softwareentwicklung liegt praktisch hinter uns. Die ist weitgehend abgeschlossen. Der große Change-Prozess liegt noch vor uns, indem wir sozusagen dieses System in der Breite des KITs wirklich implementieren und auch verinnerlichen und alles, was es bietet, eben auch in Anwendung bringen.
Ja, Sie sehen daran, Digitalisierung der Bildung ist ein großes und breites Thema am KIT. Und von der heutigen Veranstaltung erhoffen wir uns natürlich Impulse und Anregungen. Und natürlich wollen wir auch Einblicke in das Geschehen am KIT geben. Ich wünsche Ihnen allen abschließend ein spannendes Symposium zur Entwicklung der digitalen Trends am KIT und darüber hinaus und übergebe nun das Wort an Herrn Gideon. Dankeschön.